Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal weiter unsere Hauptstadt am Ausbauen. Wir haben mittlerweile die 1 Million Bürgergrenze stabil überschritten, so wie ich das hier sehe. Und genau, haben wir wieder ein schönes Dreiecksgebäude aufgebaut. Das sieht natürlich nice aus. Und jawohl, sind jetzt ein bisschen natürlich mit den Einwohnern wieder drüber, aber ist alles nicht weiter schlimm, weil Jobs können wir ja immer nachbauen, ne? Das ist ja, Jobs kann man immer nachbauen. So, haben wir hier noch ein schönes Kreuz hin. Und der Bereich hier unten, der kann dann eigentlich weg, aber ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich kann der Bereich hier weg. So. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier nochmal den Berg. Viel zu groß. Viel zu groß. Warte mal. Was ist denn hier los? Viel zu hier. Viel zu groß der Bereich. So. Gut. Machen wir hier diesen ganzen Berg weg. So, ich hoffe, dass ich die Brücke nicht mehr. Verdammt. Die haben jetzt doch die Brücke weg. Was war das denn für eine Brücke? Okay, ich glaube, das war so eine, ja. Ah, Gott sei Dank. Glück gehabt. Schwein gehabt. Und, ja gut. So, dann hoffe ich mal, dass wir dieses Wachstum jetzt halten können. Und wir machen hier oben einfach mal Jobs hin, würde ich vorschlagen. So, einfach mal ein paar Jobs. Und geben denen hier natürlich nochmal eine Bushaltestelle und eine U-Bahn-Verbindung. Ne, bevor, also wir bauen hier quasi direkt weiter. So, dann kriegt er hier vorne noch eine Monorail-Station. So. Und dann können wir die eigentlich auch schon aufbauen lassen. Die Jobs. So. Genau. Einfach 3x3 Gebäude jetzt. Ja, das muss erstmal reichen. Und dann muss die U-Bahn noch verbunden werden, ne? Stimmt, da muss die U-Bahn noch verbunden werden hier. So, wir sind noch 12.000 in den Miesen. Müssen ein bisschen aufpassen mit den Finanzen tatsächlich. Das ist beim letzten Mal auch aufgetreten. Kleines Finanzproblem. Warum beschwert ihr euch wieder hier? Ich meine, was ist euer Problem? Verschmutzung gering, gering. Schulniveau gering. Ja, und wir hatten noch so ein Bildungsthema beim letzten Mal. Wo ich nicht genau weiß, ja, woran es liegt. Weil die Bildung ist überall, fast überall im grünen Bereich. Und ja, schauen wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. So, ich denke mal, wir brauchen echt mehr Mittelstand hier, ne? Aber wir brauchen auch mehr Einwohner, so ich das sehe. Gut. Dann machen wir das folgendermaßen. Gut, wir brauchen auch tatsächlich jetzt mal mehr 3x3 Wohnungen, so ich das hier sehe. Ja. Weil wir brauchen auch mehr Umweltschutz und so. 3x3 und 3x3. Und hier vorne dann Bus und U-Bahn. Bushaltestelle, U-Bahn-Station. So. Ich meine, 3x3 Gebäude können ja hier im SimCity auch ganz schön groß werden. Ne? Deshalb finde ich das jetzt nicht so schlimm, wenn man auch mal 3x3 Gebäude baut. So. Tack, tack, tack. Genau so. Und da geht's doch schon wieder ab hier mit dem Wachstum. Wieder mittelständische Betriebe. Ich sag jetzt einfach mittelständische Betriebe. Statt Mittelstand. Genau, das kann man so machen. Weißt du was? Du gehst mir jetzt irgendwie auf die Nerven. So. Und ihr auch irgendwie. Aufgrund was verlassen? Geringe Attraktivität oder was war das?
Der Bandagenblues. Ah ja, okay. Ich finde den Namen immer noch witzig. Bandagenblues. Ja gut, nee, aber dann mach hier statt diese Minijobs, mach da ein Krankenhaus hin. So. Gut, ja, wir müssen nachfragetechnisch ein bisschen aufpassen. Sind immer noch in den Miesen. Okay. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin hier. Ja, ihr seht es ja, ne? Wenn die Einwohner nachkommen, wenn wir einfach mal ein paar Bäume aufbauen, beziehungsweise Stadtparks. Das ist krass. So. Okay. Dann machen wir hier nochmal eine Einbahnstraße. Eine kleine, schöne. Da können wir hier auch schon... Ah, Moment. Lieber so, oder? Ja, wobei... wenn die hier sind... Ja, ja, wartet mal. Wir müssen... müssen zwei Parks abreißen. Einmal, so. Und dann hier vorne das so machen. Genau, so passt das doch. Genau. Und ja, dann... Ich musste kurz überlegen, ob das so richtig war, aber ja, das passt. Das passt, liebe Freunde. So, dann machen wir uns hier nochmal eine Verkehrsanbindung für die neuen Leute, die hier dazuziehen, hoffentlich. So. Und dann können wir neue Wohnungen bauen. Ja, weil wir haben ja Schulen und alles haben wir ja schon beim letzten Mal aufgebaut hier. So, dann machen wir hier in die Mitte wieder. So. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was den Trick von Elite betrifft, mit den Fünferwohnungen bauen, mit Parks dazwischen, aber das kommt irgendwann wieder, denke ich. Ich glaube, es liegt auch daran, weil ich einfach im Moment total im Tunnel bin, was das Vollmachen dieser Küstenseite angeht, ne? So. Können wir hier unten tatsächlich nochmal eine schicke Monorail-Station für euch hier. So. Dann seid ihr auch angebunden. Ja, wunderbar, Mensch. So. Genau, und wir hatten beim letzten Mal halt die Steuern gesenkt. Das sieht schick aus. Das sieht schick aus. Lincoln Heights Apartments. Sehr gut. Okay, wir haben beim letzten Mal die Steuern gesenkt. Dadurch eine fette Nachfrage an Wohnungen. Aber irgendwie... Ja, ich denke mal, wartet mal, wir brauchen hier vorne wieder Jobs. Ne? Aber das Ganze macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass die Einwohner nicht wirklich ja, steigen. So, dann macht das mal so, genau. So eine Einbahnstraße. Machen wir jetzt hier einfach nochmal 4x4 Jobs rein. Einfach eine Reihe von Jobs. Jobs oder Jobs, wie manche Leute das sagen. So, wunderbar. Ja, und dann können wir hier in die Mitte eigentlich nochmal Bushaltestelle, U-Bahn-Station machen, beziehungsweise hier unten. Hier oben. Ja, hier oben passt das perfekt hin. Und hier in die Mitte. Genau. Da in die Mitte. U-Bahn-Station. U-Bahn-Station. Und hier oben die U-Bahn-Station. Das passt ja perfekt hier, Mensch. Ich frage mich gerade, warum... Was ist mit euch los hier? Habt ihr irgendwie... Ich weiß nicht, was ihr habt. ich meine, ich habe hier jede Menge Jobs aufgebaut für euch. Ah, irgendwie... Ah, es fängt jetzt wieder an, dass hier irgendwie der Wurm drin ist, ne? Wartet mal. Machen wir wieder schön Bäume-Trick hier. Oder... Ja. Oder was braucht ihr denn? Ja, ihr pendelt halt, aber ist halt... Ja. Hm.
sind immer noch 12.000 Devisen, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, denke ich. So, ich muss gerade mal überlegen, was wir hier noch brauchen könnten. Strände kann man hier nicht machen, ne? Leider nein. Okay. Was ist jetzt hier gerade? Ah, nix, okay. Einfach nix. So, ja, ich bin gerade überlegt, wie wir das jetzt hier am besten ausgestalten. Wir sind hier zumindest, an der Küste angekommen. Ja, Freunde, wir haben die erste Seite der Hauptstadt voll. Das erste große Ziel ist hier erreicht. Finde ich gut. Wartet mal, ich mache hier mal eine Straße hin. Tatsächlich, weil wir möchten ja mit... Was habe ich denn da abgerissen? Weil wir möchten ja mit Häfen arbeiten, ne? Und genau dafür mache ich erstmal die Vorbereitungen. Beziehungsweise, ja, mache ich dann später, wenn die, wenn es dann soweit ist, dass wir tatsächlich auch Verkehr auf der anderen Seite haben. So, also irgendwas ist hier komisch mit euch. Ich weiß auch nicht, was ihr habt. Verschmutzung gering. Schulniveau? Warum ist denn das Schulniveau gering hier? Warum ist das verlassen? Geringe Attraktivität. Braucht ihr noch... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr einfach noch mehr Bäume braucht. Geringe Attraktivität. Luftverschmutzung. Ja, schon. Ja gut, dann muss das leider weg. Dann muss das leider weg, das Gebäude. Und haben wir hier einfach mal ein paar Bäume nochmal hin. So. So, Schulniveau gering. Warum? Ich meine, wir haben doch tausende Schulen hier. So, gut. Was für eine Schule braucht ihr denn? Was seid ihr denn für einen Altersdurchschnitt? Mittelalter. Braucht ihr denn eine städtische Hochschule? Kann das sein? Kann das sein? Nicht wirklich, also... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ihr braucht. Hm. Sehr mysteriös. So, dann haben wir jetzt hier den letzten Platz hier. Den letzten Platz hier, den man doch irgendwie voll machen kann. So, das kann man schön miteinander verbinden hier. So. Und den Rest dann? Ja, ich denke mal Jobs, ne? Ja, Jobs. Jobs, Jobs, Jobs. Ach, was macht... Geht das? Das geht tatsächlich. Okay, wie geil. Das ist witzig. So, dann machen wir das mal hier so, genau. Und ja, der Rest ist dann wieder Verkehrsanbindung. Bushaltestelle und U-Bahn. Und der Rest sind dann wieder Bäume, ne? Der Rest sind dann wieder Bäume, ja. Ach, wegen dem... Okay. Ja, alles klar. Okay, aber es kann auch sein, dass wir tatsächlich da nochmal gucken müssen. Und den Verkehr ein bisschen beruhigen. Ne? Das kann sein, dass das ist das Problem. Weil wir einfach so ein zu schnelles Bevölkerungswachstum hatten hier. Wow. So, okay. Hier kann man noch ein paar Jobs hinmachen. 3x3 einfach, so. Ja, Sam sucht ein Büros. Ich baue doch Büros. So, wunderbar. Gut. Jawohl, da kommt sogar ein fettes Gebäude direkt rein. Sehr cool. Sehr, sehr cool, Freunde. So, okay. Das heißt, wir haben die erste Seite bebaut. Ha! Die Hälfte ist fertig. Und
Ja, dann gucken wir doch jetzt noch mal, was hier mit dem Schulniveau ist. Gering. Warum gering? Schulniveau gering. Wow. Sehr cool sieht das aus hier. So, irgendwas fehlt hier. Braucht ihr hier unten noch eine Grundschule oder was? Wartet mal. Dann gucken wir doch einfach mal, ob das hier eine Grundschule benötigt wird. Ja, jetzt ist natürlich wieder. So, Grundschule? Braucht ihr eine Grundschule oder was? Schülerkapazität, Anzahl der Schüler? Ja. Okay. Hier ist scheinbar eine Grundschule vonnöten gewesen. Schaut euch das an. Das Schulniveau ist dann wieder hoch, ne? Immer noch gering. Ja, verstehe ich nicht. Wir haben eine große weiterführende Schule da. Wir haben eine Grundschule, wir haben eine weiterführende Schule. Wir haben eine städtische Hochschule. Was wollt ihr noch? Wartet mal, wenn die nicht hilft, dann reiße ich die nämlich wieder ab und mache da Jobs hin. Ja, wobei, da sind ja auch. Hä? Wartet mal. Schulniveau gering. Was ist mit euch? Warum wollt ihr Museum und. Ah, wartet mal. Museum vielleicht und Bücherei oder sowas, ne? Wartet mal. Steht das Museum? Ist das vielleicht so? Schulniveau gering, immer noch. Verschmutzung gering, ja. Das Schulniveau, warum ist das mittel gering? Braucht ihr eine weiterführende Schule? Das ist mir gerade echt ein Rätsel, Freunde. Also, was hier gefragt wird. Die weiterführende Schule ist halt riesig, ne? Machen wir eine normale rein. Einmal eine weiterführende Schule, das ist 4x4. Probieren wir es mal. So. Braucht ihr sowas? Ja. Ne, auch nicht. Schulniveau gering, das verstehe ich gerade nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Schulniveau gering. Und hier ist auch wieder irgendwas verlassen. Geringe Attraktivität. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen tricky. Ich habe hier genug Bäume stehen, finde ich. Also das reicht langsam mit den Stadtwäldern. So, dann macht noch mal. Ich glaube, wir müssen die Verkehrssituation noch mal hier anpassen. Das hier ist. Ich meine, da oben ist ja auch eine große weiterführende Schule. Ne? Also das kann es echt nicht sein. Dann keine Ahnung. Ich meine, ihr habt hier genug Bäume mit Verschmutzung. Die ist auch gar nicht so krass. Also ich weiß nicht, was ihr habt. Wirklich. Vielleicht der Verkehr. Der Verkehr hier ist krass, Freunde. Der Verkehr hier ist saukrass. Der Verkehr hier ist heftig. Der Verkehr hier ist heftig. So. Gucken wir doch einfach mal, ob es das jetzt schon was bringt hier. Dann macht das halt weg. So. Lass den neu bauen. Straße platzt aus allen Nähten. Hier vorne die. Ja, gut. Das ist ja okay. Aber hier in diesem Problembezirk. So, Verkehr. Ja gut. Das ist schwierig gerade. Warte, U-Bahn-Netz vielleicht nochmal verdichten hier unten. Das kann sein.
Wartet mal, das war das. Ja. Guckt mal hier. Hier unten fehlt auch jegliche U-Bahn-Anbindung. Oh. Okay. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Mach das mal weg, bitte. Hier unten fehlt eine klassische Verkehrsanbindung. Bushaltestelle, U-Bahn-Station. So. Es kann sein, dass es das schon ist. So. Dann mach hier nochmal genau so was. So. Gut. Gucken wir mal, ob das jetzt so bleibt. Verkehr. Wartet mal. Guck mal bitte Verkehr. Ja. Oh, ja. Ja, das ist halt der Stadtrand. Ne? Das ist schwierig. Schwierig. Aber es sieht besser aus auf jeden Fall. Sieht besser aus. Aber ich weiß immer noch nicht, warum das Schulniveau hier gering ist. Keine Ahnung. Okay, das heißt aber auch... dass wir hier dann einmal eine Einbahnstraße reinmachen müssen, ne? Wartet mal. Mach mal Zonen, bitte. Ja, das heißt aber auch, dass wir hier dann einmal eine Einbahnstraße reinmachen. Und wenn die hier raus wollen, müssen sie halt... oh Gott, hier ganz außen rumfahren. Das ist natürlich auch kacke. So, dann machen wir es einmal so. Zack, 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 genau. Verkehr. Nochmal gucken. Okay, wir müssen einfach nur die Verkehrssituation anpassen hier. Das Übersetzen machen wir dann aber wirklich beim nächsten Mal. So, Verkehr. Aber es scheint besser zu werden. Minimal zwar, aber es scheint wirklich besser zu werden. Ja, wobei... pff, ist das schon wieder... man muss eigentlich wieder mit der Bäumekeule drüber gehen hier. So, dann gehen wir mit der Bäumekeule drüber. So, genau. Ich meine, ihr habt ja genug Jobs. Warum nutzt ihr die nicht? So. So. Bäume, ja. So, meine Güte. Och, du Kacke. Schaut euch das an. Wir haben Kosten von 30.000. Übertrieben. Oh, ja, guckt euch das Wachstum an. Okay. Okay, ja. Ihr nervt mich hier. Und ihr auch. Warum? Was ist denn jetzt hier los, Freunde? Ach, shit. Ich glaube, ihr braucht hier unten... wartet mal, mach mal Zonen, bitte. Braucht ihr hier unten mehr Jobs? Ne, Jobs sind schon einige. Vielleicht hier unten... wartet mal. Das war die Gebiete hier unten durch Büros ersetzen. Ja, wobei, nee, das geht. Ah, das hier. Das war das hier durch Büros ersetzen. Ah, wie kriegt man das denn jetzt hier hin? So, so, abreißen und Jobs draus machen. So, alle aus. Genau. So, alle aus und sind wieder bei 1 Million. Okay, Attraktivität. Oh, wieso? Was ist das hier für ein roter Punkt? Okay, ja. Die mittleren, oh. Ja gut, die reichen, Die Attraktivität ist halt kacke. Wartet mal. Ich glaube, gibt es hier nicht so, so, ich glaube, ich werde jetzt zum ersten Mal tatsächlich die Mod-Gebäude einsetzen. Weil ich glaube, so langsam kommen wir wieder in eine Größe, wo es wieder knapp wird.
Wartet mal. Hier, sowas hier, wartet. Nee, Quatsch. Das hier. 3x3. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Ich würde nämlich ganz gerne jetzt wirklich weitermachen hier. So, setzen wir dieses Ding mal hier rein. So, machen wir mal hier dieses Gubaben Air Purification. So, was haben wir denn hier? Industriejobs. Ach so, okay. Und wie sieht es da mit der Luftverschmutzung aus? Ah! Ach, guckt mal an. Guckt mal an. Okay. Ja. Ich werde diese Modgebäude benutzen. Ich weiß nicht, ob es Cheaten ist, aber wisst ihr was, Freunde? Ich bin jetzt schon so lange hier zugange und habe immer mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Da werde ich jetzt einfach mal diese Gebäude hier setzen. So, mach mal bitte Luftverschmutzung. Geht voll zurück, geht zurück, Alter, wie krass. Okay, heftig. Gut. Die Umwelt geht nach rechts. Der Landwirt aber auch, ne? Der Landwirt geht nach rechts. Okay. Lassen wir das mal wirken. Dieses Modgebäude ist einfach krass. Schaut euch das an. Die Luftverschmutzung geht komplett weg. Ja. Tatsächlich ein sehr, sehr, sehr geiles Gebäude. Was ich auch hier einsetzen werde. Definitiv. Freunde. Ich meine, wir brauchen dann ja auch keine Stadtwälder mehr, theoretisch, ne? Aber nee, komm, das mache ich aus der Ästhetik halber. Nee, das ist, da geht's nicht rein. Ich müsste noch einen Platz finden, wo ich das nochmal hier irgendwo reinsetzen könnte. Weil hier, die sind ja... Was ist hier los? Aufgrund geringer Nachfrage. Oh, ja. Dann mach mal bitte hier die Gebäude alle weg. Wenn die schwarz sind, dann brauche ich die nicht. Tatsächlich. Ach du Kacke. Und wir haben irgendwie ein richtiges Finanzproblem gerade. Oh Mann. Ja gut, wir haben jetzt aber kein Luftverschmutzungsproblem mehr. Nicht so wirklich. Was ist das jetzt hier? Verbrechensrate gering. Okay. Okay. So, dann. Wir haben keine Luftverschmutzung mehr. Das ist natürlich... Ja, Freunde. Diese Gebäude... Ich sag's euch immer wieder. Die bewirken Wunder. Und dann machen wir jetzt halt noch einmal den Bäume-Trick hier über die ganze Stadt. Einmal den Bäume-Trick. So, dann setzen wir in der nächsten Folge wirklich auf die andere Flussseite über. So, dann machen wir hier. Genau. So, ich meine... Ihr habt ja jetzt keine Luftverschmutzungsprobleme mehr, ne? Deshalb, also... So. Ich meine aber, dass wir diese Gebäude bauen können, haben wir uns, glaube ich, auch erarbeitet. Ja, weil wir bis jetzt ziemlich gut durchgekommen sind mit der, auch mit den Einwohnern und alles. So, dann solltet ihr jetzt eigentlich... Alter, 300.000, was ist hier los, Freunde? 300.000 Kosten. Ich glaube, wir haben aber auch jetzt gerade ein bisschen... Irgendwas ist hier komisch.
Ja, ist wieder 3000 weniger geworden. 6, 4000, 5000 weniger geworden. Sehr gut. So. Vielleicht mal ein bisschen. Ah, voll ist gerade. Genau um die Zeit voll. Aber vielleicht mal ein bisschen durchlaufen lassen. Also Luftverschmutzung kann es jetzt nicht sein. Verschmutzung gering, ja. Schulniveau. Warum ist das Schulniveau so gering? Gesundheit und Bildung. Bildung ist ganz oben. Also irgendwas ist hier komisch. Die Luftverschmutzung ist es jetzt wirklich nicht. Geringe Attraktivität. Ich verstehe es nicht. Attraktivität. Landwirt, ja. Ich verstehe es nicht. Also die Luftverschmutzung ist weg. Die Wasserverschmutzung ist weg. Die Reichen. Die Reichen sind jetzt gerade irgendwie das Problem, ne? Ja gut, egal. Warum ist das jetzt verlassen? Das Schulniveau, das verstehe ich nicht. Das Schulniveau, warum ist das Schulniveau so gering? Ihr habt hier unten eine weiterführende Schule. Eine Grundschule. Das verstehe ich echt nicht. Ihr habt hier eine Grundschule direkt nebendran. Also. Wartet mal, vielleicht machen wir hier mal ein Museum und. Nein. So. Ein Museum und eine Bücherei. Vielleicht wollt ihr das irgendwie haben oder so. Sonst bin ich echt überfragt, so langsam. Wollt ihr das haben? Nee, gar nicht. Gar nicht, aber ist okay. Vielleicht auch einfach ein bisschen abwarten. Na, wer weiß. Wir haben auf jeden Fall jetzt stabil die 1 Million Einwohner. So, ja, das ist doch schon mal viel wert. Der Verkehr vielleicht noch. Der Verkehr ist das Einzige, was so ein bisschen gerade das Rückgrat bricht. So, haben wir hier U-Bahn oder was ist das hier? Das ist eine U-Bahn, ja, wartet mal. Vielleicht indem wir das einfach konsequent hier weitermachen. Ja, ich überziehe jetzt gerade ein bisschen, aber ich möchte bitte diese Probleme nicht haben hier. Deswegen. So. Ach, die sind gar nicht. Okay. Jetzt weiß ich, was hier los ist. Die sind gar nicht mit einer U-Bahn angeschlossen hier. Daran liegt es wahrscheinlich, ne? So. Die sind gar nicht am Netz hier, die Station. Oh Gott. Das ist natürlich kacke. So, jetzt aber. So. So. Luftverschmutzung, wie gesagt, ist ja weg, ne? Durch die Gebäude. Es ist halt, die Gebäude sind halt richtig krass. Und, also diese hier. Wo ist es? Das hier, das ist richtig krass. Dieses Super Generation Air Purification. Ja, es ist, tatsächlich richtig gut. Aber trotzdem. Sims suchen Büros. Ja, vielleicht müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen abwarten. Aber ich meine, gebildet sind die doch alle. Warum ist denn das Schulniveau mittel? Schulniveau ist überall gering, habe ich das Gefühl. Wartet mal. Schulniveau gering. Hoch. Warum ist überall, ne? Überall ist das Schulniveau generell gering. Verstehe ich nicht. Ja, geringe Attraktivität. Ihr mich auch, wisst ihr?
Dann mach das doch weg. So und so. Die reichen wirklich. Also wenn ihr noch irgendwie Tipps habt oder so, wie man die Reichen besser besänftigen kann, dann immer her damit. Warte mal, was ist denn hier jetzt? Ein roter Punkt. Hä? Das ist ein Gewerbegebiet, also irgendwas stimmt hier gerade nicht mit dem Spiel. Aber okay. Wie kriegen wir mehr Einwohner in die Stadt? Ich meine, Industrie ist ja Hightech-Industrie, muss man ja nicht. Aber das werde ich in der nächsten Folge mal probieren. Gut, Freunde, wir haben allerdings in dieser Folge einiges geschafft. Wir haben endlich die erste Flussseite voll. Und da bin ich sehr stolz drauf. Mit stabil über 1 Million Einwohner. Und ja, dann würde ich vorschlagen, speichern wir das mal. Und dann würde ich vorschlagen, ja, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ich werde mir da was überlegen. Sehen wir da beim nächsten Mal. Gut, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Nochmal Nachtmodus hier. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.